Der Nationalrat Hermann Hess hat nicht mehr länger warten und das Risiko laufen, dass Zollstil Romanshorn zumachen muss. Für ihn als Hauptaktionär der Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft wäre das verheerend gewesen. Für sie ist der Handel an der Grenze elementar. Darum hat der Unternehmer den Sparauftrag vom Bund kurzerhand selber ausgeführt. Wir haben vor dem Hintergrund von dem Sparauftrag einfach mit der Oberzolldirektion verhandelt und haben gesagt, können wir nicht den Sparauftrag erfüllen und trotzdem Zollstelle weiter betreiben, indem man die Abläufe verändert. Und da sind Ideen bei ihnen auftaucht und wir haben gewisse Mitwirkungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt und das ist jetzt offenbar gegangen. Konkret heisst das, dass sich das Personal von der Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft an gewissen Abläufen von der Zollstelle beteiligt, also zum Beispiel administrative Aufgaben übernimmt. So wird die Zollstelle entlastet und kann so viel sparen, wie der Bund verlangt, ohne dass sie zumachen muss. Solche erfreuliche Neuigkeiten wecken Hoffnungen. Hoffnungen, dass es auch für die Zollstellen St. Gallen und Schaffhausen wieder Chancen könnte geben. In Schaffhausen studiert man aber nicht an einer privaten Lösung umeinander, sondern man hofft weiterhin auf die Politik. Ganz generell gilt aber, dass die ständerätliche Finanzkommission ja das Sparpaket vom Bund beraten hat und dort auch entsprechende Korrekturen vorgenommen hat im Bereich der Zollverwaltung. Darum sind wir eigentlich zuversichtlich. Teletop hat von der eidgenössischen Zollverwaltung wissen, ob diese Hoffnungen berechtigt sind. Die Behörde nimmt vor der Kamera keine Stellung, aber teilt uns schriftlich mit. Mit allen betroffenen Partnern streben wir Lösungen an, die für beide Seiten vertretbar sind. Das heißt, die möglichst geringe negative Effekte für Wirtschaft und Regionen haben und die es uns gleichzeitig erlauben, die geforderten Einsparungen zu realisieren. Die entsprechenden Gespräche sind noch am Laufen. Um konkrete Ergebnisse zu kommunizieren, ist es noch zu früh. Die beiden Zollstellen St. Gallen und die jetzt Bargen müssen also weiterhin zittern. Ausser, es lässt sich auch dort einen Privaten finden, der dem Bund mit Sparideen auf die Sprünge hilft.